Kurz vor Ende meiner Lehrerausbildung gab ich mal eine Stellvertretung für 3 Wochen für eine Lehrerin und am Ende des Unterrichts musste der Boden aufgewischt werden und der Schüler, der eingeteilt war, oder die 2 Schüler, die eingeteilt waren, die haben sich komplett gewehrt. Das Ganze war sowieso schon unruhig während dem Unterricht und so weiter und er wehrte sich wirklich, ich wurde wütend, wusste nicht recht, was ich tun soll und gesagt, du wischst jetzt den Boden, sonst, ja, was tue ich dann? Und er hat mich auch angeschrien schlussendlich und es war komplett ein Fehlverhalten von mir als Lehrperson, nur schon, dass ich geschrien habe und im Nachhinein habe ich dann realisiert, was ich so falsch gemacht habe und habe dementsprechend dann zum Glück die ein oder andere richtige Entscheidung getroffen, was ich dann in den Tagen danach gemacht habe und das werde ich euch dann am Ende des Videos erzählen. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Frage, was heißt es wirklich konsequent zu sein? Ich habe schon mehrmals über dieses Thema gesprochen, aber letztens hat mich eine junge Lehrerin angefragt, weil sie Mühe mit einer 8. Klasse hat und sie weiß nicht recht, wie sie damit umgehen soll und so weiter. Und ich habe dann mir überlegt, gut, vielleicht sollte ich nochmal einfach nur über das Thema Konsequenz sprechen, konsequent sein, weil als ich in der Lehrerausbildung war, habe ich mich eigentlich auch ständig gefragt, was heißt das eigentlich, konsequent sein? Und ich habe mir das noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, so was ist eigentlich die Definition von Konsequenz? Und es gibt bestimmt verschiedene, jede Lehrperson macht es ein bisschen anders und ich werde einfach von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Aber wenn ich eine wörtliche Formulierung für die Definition von Konsequenz festlegen müsste, wäre, konsequent sein heißt, alles, was du als Lehrperson mehr tust, als nur verbale, mündliche Hinweise oder Warnungen oder was auch immer auszusprechen. Also alles, was du sagst, mündlich, ist okay, aber es ist nicht wirklich konsequent zu sein. Nur wenn du darüber hinausgehst, und ich spreche dann von verschriftlichen oder fachlich anders vorgehen, einfach mehr als nur mündlich zu sagen, das darfst du nicht, das solltest du nicht so tun und so weiter. Alles, was mehr als das ist, ist wirklich konsequent sein. Wenn du nur sprichst und mündlich bleibst und sagst, hör damit auf und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dein Problem nicht gelöst wird. Gut, für mich persönlich ist das Wichtigste, was konsequent sein heißt, ist Dokumentation. Schriftliche Dokumentation, vor allem von Sozialverhalten. Das heißt, am Anfang, als ich Lehrer wurde, habe ich immer gedacht, ah, das ist so viel Arbeit, das immer aufzuschreiben und so weiter. Und ja, es ist eine gewisse Arbeit, aber es gibt Strategien, wie man es viel effizienter und schneller machen kann. Und es sind vielleicht 10, 20 Minuten mal einmal die Woche oder vielleicht mal täglich sogar, die du investierst in das, was sich aber nach enorm gut auswirken kann auf den Unterricht. Weil wenn du ständig nur Störungen im Unterricht hast und das nicht dokumentierst, dann werden diese Störungen wahrscheinlich nicht aufhören. Aber wenn du dokumentierst positive Dinge wie auch Störungen, also negative Dinge, und das den Schülern transparent machst, dass sie merken, ah, der beobachtet mich, der merkt die kleinen Dinge und schreibt sich das auch auf und da steht schwarz auf weiß, dann spüren sie eher, okay, das gilt. Und wenn wir in ein paar Monaten zum Beispiel ein Elterngespräch haben, wo das Zeugnis ansteht, dann steht da schwarz auf weiß, an dem Datum ist das passiert, an dem Datum ist das passiert und so weiter. Also bei der Dokumentation ist wirklich wichtig, dass man Lob aufschreibt, wie aber auch Dinge bei Störungen, dass man wirklich sofort reagiert und sagt, das und das war ein unangepasstes Verhalten oder ein unvorteilhaftes Verhalten und es wäre schön, wenn du dich das nächste Mal mehr an das und das hältst oder an diese Regeln. Ja, und John Hattie von der Hattie-Studie und auch andere Quellen und Bücher für Lehrpersonen belegen mehrmals, dass es extrem wichtig ist, diese Dokumentation nicht einfach emotional aufzuschreiben, also das war böse oder schlecht oder das war gut, sondern dass man versucht, möglichst bei der Sache zu bleiben. Also dass man sachlich beschreibt, du hast dich so und so verhalten, das hat sich so und so ausgewirkt. Das kann positiv wie auch negativ sein. Weil wenn je konkreter die Information ist über das Verhalten, über das, was geschehen ist, desto eher hat der Schüler die Chance zu sagen, okay, wenn es etwas Positives war, ich kann dieses Verhalten wieder zeigen, um wieder das Positives zu erreichen. Oder aha,
genau auf diese Art, wie ich es gemacht habe, war es nicht gut. Also nicht gut. Einfach, das hat eine schlechte Reaktion ausgelöst. Und ich sollte es auf diese Art machen, damit ich zu einem besseren Ziel gelange. Also je genauer der Schüler weiß, was genau Sache war, desto eher kann er sich anpassen auf die Zukunft und sich in Zukunft anders oder eben nochmals gleich gut verhalten und so weiter. So, und jetzt, wie kann man diese Dokumentation möglichst effizient und einfach gestalten? Einerseits gibt es natürlich Programme für Schulen oder Lehrpersonen, aber wenn ihr das nicht habt, dann empfehle ich immer einfach eine Excel-Tabelle zu führen und einfach verschiedene Sheets, also Ablagenblätter zu haben für einzelne Schüler zum Beispiel und dann einfach da, zum Beispiel ich tue mir eine Erinnerung in der Agenda in meiner digitalen, dass ich einfach alle 2 Wochen mir kurz Zeit nehme, vielleicht eine halbe Stunde und dann positive Dinge aufschreibe. Und Störungen schreibe ich mir wirklich sofort während dem Unterricht auf. Also ich sage dem Schüler, das war jetzt nicht in Ordnung aus dem Grund, das gibt einen negativen Eintrag, heißt das bei uns. Und dann mache ich das kurz. Vielleicht läuft er und unterbricht das den Unterricht wirklich ganz kurz. Aber ich nehme mir da diese 30 Sekunden Zeit, schreibe es mir auf. Der Schüler und die Klasse merken, oh, der Lehrperson schreibt sich das jetzt auf, das ist fix drin. Und das kann man jederzeit wieder aufrufen. Und ich mache das dann den Eltern meistens eigentlich transparent, indem ich das Ganze als Mail an die Eltern sende. Und die Schüler haben bei uns, jetzt weil wir den Vorteil haben, weil wir mit iPads arbeiten, haben die Schüler Zugriff auf das. Aber du kannst das auch anders machen. Zum Beispiel hatte ich an einer anderen Schule einfach einen Ordner. Und die Schüler konnten da ihr Blatt herausholen und da waren die Notizen drin, die entweder ich aufgeschrieben habe oder ich habe sogar die Schüler selber beauftragt. Du musst jetzt aufschreiben, was du gerade falsch gemacht hast und wie du es in Zukunft besser machen solltest. Also da irgendwie sich überlegen, wie du die Transparenz schaffen kannst, damit wirklich der Informationsfluss vorhanden ist und die Kommunikation da stattfindet. Denn wenn du die Dinge nur so aufschreibst, dass nur du es weißt, dann können die anderen Parteien ja nicht viel damit anfangen. Und am Schluss kommt dann der Hammer am Ende der 6 Monate und du das Zeugnis schreibst und sie können nicht nachvollziehen. Plötzlich sehen sie diese Liste mit diesen Einträgen und können während dem Prozess, also während dem Semester, nicht viel Einfluss darauf nehmen und ihr Verhalten dann eigentlich anpassen, wenn sie es wollen. So, und jetzt ganz kurz konkret, was ich in meinem Schulalltag wirklich immer mache. Die Dokumentation, die habe ich jetzt ausführlich erklärt. Was ich auch regelmäßig mache, ist, wenn einzelne Schüler wirklich anstrengend sind oder eine Gruppe von Schülern, dann schnappe ich mir eine Person und sage, geh raus. Raus vor die Türe. Und entweder sind es 5 Minuten oder ich sage dem Schüler, du gehst jetzt raus, holst dir frische Luft. Wenn du dich beruhigt hast oder wenn du denkst, du kannst dich zusammenreißen, dann kommst du wieder rein. Und wenn sie rausgeschickt werden, das ist immer ein Moment, wo ich sowieso aufschreibe. Und das wissen sie mit der Zeit dann auch. Immer wenn jemand vor die Türe geschickt wird, dann schreibe ich mir das auf, was genau passiert ist. Das tue ich immer. Was ich auch noch tue, das ist jetzt mehr fachlich, weil man muss nicht nur im Sozialverhalten konsequent sein, man kann auch fachlich konsequent sein. Und das bedeutet, ich habe seit ein paar Jahren, mache ich eine mündliche Note, eine mündliche Fachnote. Und die ist einfach relativ simpel gemacht. Die bedeutet einfach am Schluss des Zeugnisses eine Aufrundung des Notenschnitts von den Prüfern und so weiter. Oder wenn sich jemand nicht so gut verhält, eine Abrundung. Und jetzt könnten die Kritiker sagen, ja, aber man darf Sozialverhalten nicht mit Noten vermischen. Und das stimmt, es gibt eigentlich praktisch in jedem Zeugnis einen Bereich mit den fachlichen Noten und mit dem Sozialverhalten. Aber ich argumentiere das so und zeige den Schülern auf, wenn ihr die Zeit nutzt im Unterricht, um zu stören und euch dieser Unkonzentration zu widmen und euren Freunden immer zu widmen und euch nicht auf das Fach konzentriert, dann bedeutet das ja, dass ihr mündlich nicht so aktiv mitmachen könnt und nicht regelmäßig zeigt, was ihr verstanden habt und könnt. Das bedeutet, die sich anstrengen und mitmachen im Unterricht, sich konzentrieren, die werden am Schluss zum Beispiel auf ihren Notenschnitt 0,1, 0,2 eine Aufrundung erhalten. Die ganz, ganz gut sind, vielleicht sogar 0,3 auf den Notenschnitt drauf. Und die sich mehr Störungen widmen oder einfach träumen oder einfach nicht da sind, die sind entweder bei 0, da verändert sich nichts an der Note und wenn jemand wirklich regelmäßig den Unterricht stört, sprich sich nicht dem Fachlichen widmet, der kriegt vielleicht sogar eine Abrundung. Und ich kommuniziere das alle 2 Monate, mache eine Einschätzung, setze mich eine halbe Stunde hin oder eine Stunde und gehe alle Schüler durch und sage, du hast plus 0,1, du hast 0, du hast plus 0,2 und dann 2, 3 Schüler haben manchmal eine minus 0,1 und dann merken sie, oh, ich stehe jetzt gerade an einem Punkt, wir sind noch nicht am Ende des Zeugnisses, sind erst 2 Monate vergangen im Semester,
Aber wenn ich so weitermache, dann wird meine Note vielleicht abgerundet, wenn es darauf ankommt. Und dann wissen Sie, okay, vielleicht sollte ich mich mehr anstrengen, also mich mehr konzentrieren. Also das ist so ein Mittel, das ich einsetze. Okay, ich komme langsam zum Schluss. Konsequent sein ist natürlich auch einfach etwas Positives letztendlich, weil, wie gesagt, wenn du regelmäßig den Schülern auch zeigst, was sie gut machen, wenn du immer mehr oder weniger gleich reagierst auf Störungen, dann merken sie, A, diese Person ist zuverlässig. Wenn ich A tue, dann tut sie immer B, mehr oder weniger. Aber wenn sie nur mündliche Warnungen ausspricht, ja, dann kann ich einfach weitermachen, weil es passiert ja sowieso nichts letztendlich. Gut, und jetzt bei meiner Geschichte da, was habe ich am Schluss gemacht? Ich habe, anstatt nur mündlich zu sagen und ihn anzuschreien, wisch den Boden, habe ich am nächsten Abend die Eltern angerufen und mit ihnen das besprochen. Ich habe mit der Klassenlehrperson besprochen, die zuständig ist für diese Schüler, und ich habe mit der Schulleitung gesprochen. Und gemeinsam haben wir ein bisschen das Ganze arrangiert. Und durch das, dass mehrere Parteien involviert waren und die Schüler gemerkt haben, die Lehrperson spricht nicht nur mündlich aus, was ihn gestört hat, sondern unternimmt Schritte, kontaktiert die anderen zuständigen Personen, schreibt sich auf, das wird dokumentiert, und dann haben sie sich tatsächlich angefangen, besser anzupassen. Also ich habe nicht nur noch gesprochen, sondern ich habe wirklich mehr getan, als nur mündlich Warnungen auszusprechen. Gut, wenn ihr euch weiterbilden wollt, holt euch ein gutes Buch, lernt mehr, werdet besser in eurem Beruf, seid konsequent in positiven wie auch in negativen Situationen und hoffentlich werdet ihr einen immer besseren Schulalltag haben und Freude an eurem Beruf haben. Wir sehen uns das nächste Mal, macht's gut, bis bald, ciao.